Herzlich willkommen zu unserem Mittwochabend im Buddha-Haus. Wir machen jetzt schon zum vierten Mal dieselbe Lehrrede, besprechen dieselbe Lehrrede. Aber diejenigen, die das nicht, die ersten drei Mal nicht dabei waren, können dennoch verstehen, was sich hier, was hier erklärt wird. Ich werde noch einmal den Anfang der Lehrrede vorlesen. Und eins der Gleichnisse, das sind drei Gleichnisse gegeben. Die anderen beiden hatte ich schon vorgelesen, aber ich lese noch einmal ein drittes vor. Diese Lehrrede heißt: Ohne Übung kein Fortschritt. Und sie fängt so an: So sehr auch ein Mensch, der keine Geistesschulung pflegt, den Wunsch hegen mag, ach, dass doch mein Herz von allem Schmerz befreit werde, so wird es eben dennoch nicht befreit. Und warum nicht? Weil er seinen Geist nicht entfaltet hat, wäre zu erwidern. Und entfaltet worin? In den vier Grundlagen der Achtsamkeit, den vier rechten Anstrengungen, den vier Machtfährten, den fünf geistigen Fähigkeiten, den fünf geistigen Kräften, den sieben Gliedern der Erleuchtung und dem edlen achtfachen Pfad. Diese Dinge, die hier aufgezählt werden, man sie addiert, machen sie 37. Und das sind die 37 Erleuchtungsfaktoren. Und diese 37 Erleuchtungsfaktoren, wenn man sie perfekt gemacht hat, dann hat man absolute Freiheit. Aber was hier gesagt wird, ist, dass man sie üben sollte. Der Buddha hat überhaupt alle Menschen, die sich an dem spirituellen Pfad, den er gelehrt hat, interessiert haben, Übende genannt. Und nur dann kann man von sich sagen, dass man überhaupt ein Interesse hat. Alles andere ist Theorie. Wir haben bis jetzt die vier Grundlagen der Achtsamkeit, die vier rechten Anstrengungen und die vier Machtfährten besprochen, sind für heute zu den fünf geistigen Fähigkeiten gekommen. Daran wäre noch zu bemerken, dass die fünf geistigen Fähigkeiten das gleiche ist wie die fünf geistigen Kräfte. Man kann aber daran erkennen, dass wir die Fähigkeiten haben, und wenn wir sie wirklich üben und entfalten, sie zu Kräften werden. Das Gleichnis, was der Buddha gibt für die Geistesschulung: Gleich wie bei einem an einem Pfosten angebundenen Seeboot, nachdem es 6 Monate lang im Wasser umhergefahren und dann im Winter ans Land gezogen wurde, die durch Wind und Sonne geschwächten, dem Monsunregen ausgesetzten Stricke leicht mürbe werden und abfaulen, ebenso auch lösen sich bei dem Menschen, der Geistesschulung pflegt, ganz ohne Mühe die Fesseln und Faulen ab. Die Worte ganz ohne Mühe darf man aber bitte nicht missverstehen. Wenn man Geistesschulung pflegt, dann faulen sie von selber ab, die Fesseln. Aber die Geistesschulung ist Mühe. Und wenn man sich dieser Mühe nicht unterziehen will, sondern andere Ideen hat, persönlicher, eigene, angenehmere, abwechslungsreichere, dann muss man den Weg gehen. Wenn man sich der Mühe unterziehen will und den Geist schulen will, dann kann man auf eine fesselfreie und harmonisches Innenleben rechnen. Die fünf geistigen Fähigkeiten, von denen der Buddha hier spricht, sind also fünf Dinge, die wir alle haben. Es ist nicht, dass wir sie nie erst uns erwerben müssen. Diese fünf geistigen Fähigkeiten werden öfter mit einem Pferdegespann verglichen, wo es zwei Paare gibt und ein Leitpferd.
Das Leitpferd kann so schnell oder so langsam traben, wie es will. Aber die Paare, die zusammengejocht sind, die müssen in Harmonie miteinander traben. Das Leitpferd ist Achtsamkeit. Achtsamkeit ist sozusagen der Kernpunkt von jeglicher Praxis. Aber wir können hieraus schon ersehen, dass jeder Achtsamkeit hat. Er hat nur nicht genug. Die Achtsamkeit, die wir alle haben, genügt zum Überleben. Und dafür benutzen wir sie auch. Wenn wir gar keine hätten, würden wir nicht Auto fahren können. Wenn wir gar keine Achtsamkeit hätten, könnten wir keine Kartoffeln schälen, ohne uns die Finger abzuschneiden. Wir könnten keine Telefonnummer richtig wählen. Wir könnten nicht richtig schreiben. Wir könnten auch nicht lesen. Wir könnten unseren Beruf nicht ausüben. Alles, was wir brauchen zum Überleben, ist mit Achtsamkeit verbunden. Aber Überleben ist kein vernünftiges Ziel in diesem Leben, weil es nämlich nicht zu erreichen ist. Hat noch niemand geschafft. Und wir werden es auch nicht schaffen. Ein vernünftiges Ziel ist die Geistesschulung. Und da braucht man ganz andere Achtsamkeit. Wir können auf der, die wir haben, aufbauen. Wir müssen auf der, die wir haben, aufbauen. Denn das ist etwas, was wir in uns tragen. Aber sie ist sozusagen nichts anderes als ein Fundament. Wir passen zum Beispiel genügend auf, wenn wir eine Treppe heruntergehen, um nicht die ganze Treppe herunterzufallen und eventuell die Beine zu brechen. Sehr vernünftig. Aber das genügt nicht für spirituelle Achtsamkeit. Spirituelle Achtsamkeit bedeutet, sich selbst so zu kennen, dass man die eigenen Schwächen, die eigenen Fehler, die Ängste, den Schmerz, den man in sich trägt, objektiv erkennt. Nicht subjektiv, schau, wie schlecht es mir geht, das kann jeder. Man kann auch schauen, wie gut es mir geht, kann man auch. Sondern objektiv daneben stehen, neben sich selber stehen und zuschauen, was da eigentlich sich abspielt. Und das spielt sich ab in unseren Gedanken und in unseren Emotionen und dazu noch in unseren Gemütsstimmungen. Aber das Einfachste zu erkennen sind die Gedanken und die Emotionen. Und das lernen wir durch die Meditation, indem wir etikettieren. Und sollten wir nicht etikettieren bei der Meditation, dann haben wir einen ganz wichtigen Lernprozess ausgelassen. Den wichtigsten, um überhaupt einen Zugang zu dem Läuterungsprozess des spirituellen Lebens zu bekommen. Das spirituelle Leben ist ein Läuterungsprozess. Und dieser Läuterungsprozess macht sich in allen Ebenen bemerkbar. In der gewöhnlichsten Ebene des täglichen Lebens, in den zwischenmenschlichen Beziehungen, in allem, was wir tun und vor allen Dingen, wie wir es tun. Es ist nicht so sehr, was wir tun. Es ist vor allen Dingen, wie wir es tun. Und da macht sich der Läuterungsprozess, ob er geschehen ist oder nicht, total bemerkbar. Wir brauchen niemand etwas zu erzählen. Im Gegenteil, es ist besser, wir tun es gar nicht. Jeder spürt den anderen, obwohl wir uns sehr häufig hinter Worten verstecken wollen, so sind sie dennoch nichts anderes wie eine Unterhaltung und sind nicht unser wirkliches Sein. Die einzige Art und Weise, unser wirkliches Sein kennenzulernen, ist durch Achtsamkeit, auf uns selber aufpassen. Und dann, das, was wir erkennen in uns, nicht als irgendeine schicksalhafte Fügung ansehen oder als eine Schuld von anderen Menschen, dass es uns so geht, wie es uns geht, oder eine Schuld von irgendwelchen äußeren Umständen,
sondern einfach als eine gegebene Tatsache, die veränderlich ist. Ganz einfach. Alles, was geschieht, ändert sich sowieso. Wenn wir aber einmal unseren Geist schulen, dann können wir die Dinge so ändern, wie wir eine Richtung geben, dem Geist eine Richtung geben. Ohne Achtsamkeit ist keine Richtung vorhanden und daher wird auch dieses Leitpferd Achtsamkeit genannt, weil es ist Richtung angebend. Es zeigt, wo die anderen hinlaufen sollen. Die Achtsamkeit wird häufig nur als Wort benutzt oder als etwas, was man eventuell in einem Meditationskurs mal üben könnte oder in der Meditation üben muss, weil man ja sonst nicht meditieren kann. Das ist aber ganz falsch. Es könnte gar nicht falscher sein. Achtsamkeit ist unser Begleiter von morgens bis abends. Es ist im Prinzip unser bester Freund, denn mit Achtsamkeit machen wir weniger Fehler. Und das sind nicht die Fehler, die man zum Beispiel, wenn man sich verrechnet oder so etwas, die sind damit nicht gemeint. Es sind die emotionalen Unfälle, die uns passieren. Und es sind die gedanklichen Falschheiten, die wir in uns haben und durch die wir dann äußere Dinge beschuldigen und uns vor allen Dingen überhaupt gar nicht mehr auf dem Weg der spirituellen Läuterung bemühen, sondern uns nur bemühen, irgendwie über die Runden zu kommen. Das genügt bestimmt nicht für ein menschliches Leben. Und den meisten Menschen ist das auch klar. Aber was den meisten Menschen natürlich nicht klar ist, wie kann man das ändern? Die Formel für Achtsamkeit, könnte man sagen, heißt erkennen, nicht tadeln, ändern. Das, was nicht änderungsbedürftig ist, braucht man natürlich nicht zu ändern. Aber da machen wir sehr häufig den Fehler, dass wir es rechtfertigen. Es kann gar nicht anders sein, weil. Und dann haben wir so eine lange Liste von Weils. Und da sind immer andere Leute mit drin in dieser Liste, die irgendetwas verbrochen haben, was uns nicht gefällt. Und meistens sind es Menschen, die uns in irgendeiner Weise nahestehen. Und die nicht so sind, wie wir sie gerne uns vorgestellt hätten. Da gibt's nur eine Möglichkeit, damit zur Rande zu kommen. Sich einmal zu überlegen, ob wir so sind, wie der andere sich vorgestellt hat. Und wenn uns klar ist, dass wir auch nicht so sind, wie der andere uns sich vorgestellt hat, dann können wir diesen Versuch der Rechtfertigung mal schnell aufgeben. Rechtfertigungen sind überhaupt sinnlos, weil da können wir nichts ändern. Sobald wir etwas rechtfertigen, ist es ja recht. Es ist recht und es ist fertig. Was soll man damit weitermachen? Da ist nichts mehr anzufangen damit. Aber wenn wir es erkennen, um was es geht, und vor allen Dingen ist dabei noch eine sehr wichtige Erkenntnismöglichkeit, nämlich, dass wir selbst unseres eigenen Glückes Schmied sind. Wir alle kennen dieses Sprichwort, es ist ja uralt. Und die meisten Menschen haben keine Ahnung, wie man gut schmiedet. Ist ja auch nicht verwunderlich, wir haben ja auch dieses Handwerk nicht gelernt. Aber wenn wir uns einmal überlegen, wie fähig und tüchtig wir sind, unser eigenes Unglück zu schmieden, dann müssen wir uns mal überlegen, ob das Sinn macht. Und dann einmal anschauen, was bedeutet Glück. Da haben die meisten Menschen irgendeine bestimmte Vorstellung. Die sollte man sich einmal aufschreiben und dann anschauen, ob diese Vorstellung wirklich der Wahrheit entspricht. Ob das, was man sich als Glück vorstellt, wirklich Wahrheit ist. Hat man es schon ausprobiert? Sollte man sich etwas als Glück vorstellen, was man noch nicht ausprobiert hat, ist es natürlich schwieriger.
weil da sind die Fantasien und Utopien dabei, was man alles sein könnte, machen könnte, werden könnte, haben könnte, bekommen könnte, darstellen könnte, und dann würde man glücklich sein. Da muss man natürlich auch vielleicht etwas mehr Fantasie noch walten lassen und sich einmal vorstellen, wenn man das alles hätte, könnte, würde, wäre man dann wirklich glücklich. Und dann muss man einmal nachschauen, was bedeutet Glück? Und da muss eigentlich jeder selber dahinter kommen. Was bedeutet Glück? Und wenn man selber dahinter gekommen ist, was es bedeutet, wie mache ich das? Das ist das Einzige, was noch interessant daran ist. Wie macht man das? Und wenn man nicht aufpasst, was man tagtäglich von morgens bis abends mit seinem Geist und seinen Emotionen macht, wird man es nie finden. Daher Achtsamkeit, Richtung gebend. Es ist nichts anderes, Achtsamkeit ist nichts anderes, wie wissen, was geschieht. Nur Wissen wird es manchmal genannt. Einfach Dasein. Es bedeutet, mal nicht zu reagieren, sondern aufzupassen. Die meisten Menschen fühlen sich verpflichtet, ständig zu reagieren. Diese Verpflichtung sind sie eingegangen, weil es so instinktiv und impulsiv passiert, nicht weil irgendjemand diese Verpflichtung gemacht hat. Dieses ständige Reagieren bringt nichts anderes wie Unglück, weil es dem Geist äußerst unangenehm ist. Er hat viel zu viel zu tun und reagiert häufig negativ. Wir haben bereits die vier Grundlagen der Achtsamkeit besprochen, darum will ich nicht noch einmal darauf eingehen. Aber wir können sehen, wie wichtig die Achtsamkeit ist, dass sie hier wieder erwähnt wird und an erster Stelle steht von den fünf Fähigkeiten. Sie stand auch an erster Stelle von der Geistesschulung. Die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Ich will die vier Grundlagen jetzt erwähnen, nur vielleicht für diejenigen, die das nicht gehört haben oder die, die es gehört haben, inzwischen wieder vergessen haben. Die erste Grundlage der Achtsamkeit ist der Körper. Und das ist eine sehr einfache Art und Weise, achtsam zu sein, weil mit dem Körper andauernd irgendwas los ist. Und wenn man auf seinen eigenen Körper nicht aufpasst, so kann man sehr leicht rücksichtslos sein und anderen Menschen auch Unannehmlichkeiten verursachen. Aber wenn man den eigenen Körper, nämlich die Handlung und Bewegung, als Achtsamkeitsgrundlage benutzt, so hat man eine Grundlage, die ständig vorhanden ist. Die Achtsamkeit als solche ist ein Läuterungsprozess, denn wenn ich darauf aufpasse, dass ich meine Füße voreinander setze, die Tür öffne, die Schuhe an- oder ausziehe, die Treppe hinauf- oder hinuntergehe, zu der Zeit kann ich weder ärgerlich, wütend oder begehrlich sein. Wir können glücklicherweise nur eine Sache zur Zeit machen, mit unserem Geist, so dass die Achtsamkeit ein ganz gewichtiger Läuterungsprozess ist, und den Körper zu benutzen, ist immer sinnvoll, vor allen Dingen, wenn nichts anderes dringend vorliegt. Wenn natürlich Gedanken oder Emotionen sich melden, dann schaltet man automatisch auf sie um, weil sie einen beschäftigen. Die Körperachtsamkeit ist übrigens etwas, was bei jedem Menschen, der Geistesschulung pflegt, immer deutlicher wird. Vor allen Dingen lässt man seine Sachen nicht rumliegen. Man vergisst sie nicht. Man vergisst nicht die Dinge, die nötig sind. Es macht das Leben einfacher. Aber das ist nicht die Hauptsache. Es ist einfach und allein
eine Disziplin des Geistes, der sich freiwillig und liebend unterzieht, weil ihm dann es möglich ist, alles andere, was ihn sonst ständig beschäftigt und ständig beunruhigt, einmal losgelassen werden kann. Die ständige Beschäftigung und Beunruhigung des Geistes kommt daher, dass wir uns Dinge immer zu ausdenken, die vielleicht kommen werden, die eventuell gekommen sind, die, wenn sie gekommen sind, eventuell unangenehm sein können und was wir sonst noch alles mit unserem Geist machen. Und vor allen Dingen, was wir alles Wichtiges zu tun haben. Und dabei kann natürlich auch sehr viel Unruhe rauskommen. Weil, wenn man sich das alles vorstellt, da kann man sich vorstellen, dass man nie damit fertig wird. Die Körperachtsamkeit als erstes, als zweites die Achtsamkeit auf die Emotionen und da die Unheilsam mit den Heilsam ersetzen. Als drittes ist die Gemütsstimmung. Die Gemütsstimmung ist schwerer zu erkennen. Sie ist aber sozusagen die unterschwellige Grundlage für die Emotionen und Gedanken. Und wenn wir sie erkennen sollten, als eine ständige Negative oder als eine ständige Zweifelsüchtige oder als eine ständige Ärgerliche, dann wird uns klar, wieso wir so viele Dinge ärgerlich oder negativ oder zweifelhaft finden, weil unsere Grundstimmung so ist. Die brauchen wir nicht so zu sein. Wir können sie auch ändern. Es ist aber am schwierigsten zu erkennen. Die vierte sind die Inhalte der Gedanken. So wie die zweite die Inhalte der Emotionen, so ist die vierte die Inhalte der Gedanken. Und in der Meditation lernen wir das Etikettieren. Und so sollten wir das tagtäglich von morgens bis abends weiterführen. Wenn wir merken, dass die Gedanken einen negativen Inhalt haben, so können wir lernen, das mit dem Gegenteil zu ersetzen. Es gibt viele Dinge, die uns zur Negativität anreizen. Alleine schon die Unbillen des Körpers. Wenn man sich von denen immer wieder hinreißen lässt, so wird man eines Tages vollkommen davon hingerissen sein. Es gibt wenige Körper, die dieses Leben überleben bis zum Tod, ohne dass sie Unannehmlichkeiten haben. Äußerst unannehmliche Unannehmlichkeiten. Und wenn man sich davon immer wieder hinreißen lässt, dann macht man sich das Leben selbst zur großen Schwierigkeit. Es besteht überhaupt keine Rechtfertigung. Nur weil der Körper nicht so gut funktioniert, dass der Geist deswegen in Mitleidenschaft gezogen werden sollte. Aber das ist eine Rechtfertigung, die fast jeder hat. Der Geist muss sich ja so fühlen. Im Gegenteil, es wird gar nicht befragt. Man fühlt sich einfach so. Aber wenn man das Etikettieren einmal gelernt hat, in der Meditation, oder sagen wir mal geübt hat in der Meditation, und es dann weiter übt im täglichen Leben, dann merkt man, was der Geist alles für Dummheiten macht. Und wenn man ihm nicht weiter erlaubt, diese Dummheiten zu machen, dann merkt man, wie viel glücklicher man wird. Und das ist schließlich und endlich jedes Menschen Ziel. Und wenn man einen Weg gefunden hat, der diesem Ziel näher kommt, dann wird man eventuell vernünftigerweise diesen Weg auch weiter praktizieren. Häufig wird dann gesagt, ich kann nicht. Dabei darf man nie vergessen, dass ich kann nicht immer ich will nicht heißt. Es gibt gar nichts anderes für ich kann nicht. Wir sind alle in der Lage, unseren Geist zu schulen. Der Körper hat seine Grenzen. Der Geist ist unbegrenzt. Und wir selber begrenzen ihn. Wir begrenzen ihn mit all unseren Anhaften, mit unseren Ideen
von dem, was wir sind und was wir sein möchten, was andere Menschen sind und sein sollten. Und diese Begrenzungen bringen es dann mit sich, dass wir daran glauben. Etikettieren in der Meditation hilft uns, auch das nicht mehr zu glauben. Die Paare dieser fünf Fähigkeiten. Das erste Paar ist Weisheit und Vertrauen. Man könnte es auch Herz und Geist nennen. Vertrauen ist eine Herzensangelegenheit und Weisheit ist eine Geistesangelegenheit. Nun ist es so, dass vielleicht viele Menschen gerne weise sein möchten oder sich sogar für weise halten, und das aber mit Wissen verwechseln. Wissen und Weisheit ist nicht dasselbe. Wenn es dasselbe wäre, wäre es dasselbe Wort. Aber Wissen ist hilfreich. Aber nicht das Wissen, was uns auf der weltlichen Ebene unterstützt, unser Lebensunterhalt zu verdienen. Das ist auch hilfreich, aber nicht für Weisheit. Das ist nur dazu da, dass wir unseren Lebensunterhalt verdienen können, was ja sehr wichtig ist, sehr unumgänglich nötig. Denn sollten wir das nicht tun, dann fallen wir anderen Menschen zur Last und sind eine Bürde. Sind wir nicht nur selbst uns eine Bürde, sondern anderen. Aber das ist Wissen und hat sehr viel mit Information zu tun. Aber was wir hier als Weisheit beschreiben, ist etwas anderes. Weisheit hat hier mit etwas damit zu tun, dass wir uns einmal über die spirituellen Methoden und Möglichkeiten informieren. Das ist der erste Schritt des Wissens. Aber dann ist Weisheit erkanntes Erleben. Und erkanntes Erleben ist etwas, was den meisten Menschen fremd ist. Man zum Beispiel in sich Ärger spürt, ist nicht schwer zu erkennen. Und was ist der nächste Schritt? Irgendjemand hat mich geärgert. Also, derjenige, der mich geärgert hat, ist ein scheußlicher Mensch und mit dem will ich nichts zu tun haben. Oder aber ich ärgere ihn zurück. Das ist ja auch möglich. Da soll er sich auch ärgern. Das ist aber keine Weisheit, ne? Das ist Ärger. Weisheit in dem Fall wäre, dass man den Ärger in sich verspürt und daher weiß, dass man Ärger in sich trägt. Viel einfacher an sich. Aber es richtet die Verantwortung total auf einen selbst. Man hat vollkommene Selbstverantwortung. Das wäre erkanntes Erleben. Wenn wir zum Beispiel unseren Atem mal betrachten, nicht nur in der Meditation, sondern sogar einmal im täglichen Leben. Und dann kommt uns so vor, als ob wir zu flach atmen oder nicht tief genug oder dass wir leicht außer Atem kommen. Oder dass die Luft nicht so schön ist und dass wir nicht so gut atmen können. Das sind alles nichts anderes als Erlebnisse, aber es ist keine Weisheit. Damit kann man keinem Menschen irgendwelche Weisheit vermitteln. Aber in dem Moment, wo wir merken, dass jeder Atemzug, den wir machen, total vergänglich ist und vergänglich sein muss, da wir sonst sterben, dann haben wir erkanntes Erleben. Jedes Einatmen ist zu Ende. Und dann kommt Ausatmen. Das ist auch zu Ende. Und dann kommt wieder Einatmen. Und wenn wir das vielleicht mal 5 Minuten betrachten würden, diese Vergänglichkeit des Atmens, auf dem unser Leben beruht, dann würde es uns vielleicht Möglichkeit geben, die Vergänglichkeit von uns selber anzuschauen
und uns nicht mehr ganz so solide zu fühlen, wie wir uns im Allgemeinen fühlen. Denn den Atem als vergänglich zu erkennen, ist Weisheit. Den Atem als die Grundlage des Lebens zu erkennen, ist Weisheit. Aber sich nur um ihn zu kümmern, wenn man ihn entweder als Meditationsobjekt benutzt, oder aber wenn man Husten bekommt, oder Asthma, oder am Ertrinken ist, ist Dummheit. Weisheit ist ganz eng dran an Dummheit, weil das, was natürlich ist, was jeder macht, das bringt uns keine Weisheit. Wir müssen neu denken. Dieses Neudenken heißt nicht im Allgemeinen, dass wir etwas Neues lernen müssen. Ist aber was Neues zu lernen, dass jeder Atemzug vergänglich ist? Ist doch nichts anderes, wie die Wahrheit zu erkennen. Genauso wie wenn ich ärgerlich werde. Ist dabei etwas neu zu lernen, dass dieser Ärger in mir sitzt? Oder ist es nichts anderes, wie ein Erkennen von dem, was wirklich ist? Und das hat der Buddha auch genannt Weisheit. Die Dinge so zu erkennen, wie sie wirklich sind. Das ist Weisheit. Aber da muss man sich bemühen. Das geht nicht von alleine. Weil die Allgemeinheit so denkt, wie ich es bereits erklärt habe. Und um uns herum alle so denken, so sind wir davon schwer beeinflusst. Wenn wir zum Beispiel uns von jemand nicht anerkannt fühlen und den Menschen daher nicht leiden können und das als Selbstverständlichkeit annehmen, so ist das etwas ganz Natürliches, was jeder macht, aber es ist keine Weisheit. Ist genauso wie der Dummheit. Diese Dinge können wir danach untersuchen, ob sie uns glücklich machen oder nicht. Und wenn sie uns unglücklich machen, dann können wir ganz sicher sein, dass es nicht Weisheit ist. Weisheit macht glücklich, denn das andere Wort für Weisheit ist Einsicht. Sie sind nicht die gleichen Worte, aber wir können sie beide benutzen. Sind auch auf Pali nicht die gleichen Worte. Aber die Einsicht in die Dinge, wie sie wirklich sind, das bedeutet Weisheit. Die Weisheit zum Beispiel der Vergänglichkeit unserer jeder Körperbewegung. Wir also die Achtsamkeit benutzen und dabei merken, dass jede Bewegung Anfang, Mitte, Ende hat und zu Ende ist und eine neue folgen muss, zeigt uns wieder, dass nichts stillstehen kann. Wir vor allen Dingen nicht. Und das wird uns vielleicht auch auf die Idee bringen, dass wir alle auf dem Weg sind zum Grab. Wir können nicht stillstehen. Es ist unmöglich. So gern wir es vielleicht möchten, so sehr wir uns vielleicht drum bemühen, in jeder Beziehung, und so sehr wir vielleicht auch den Wunsch hätten, geht nicht. Alles bewegt sich, alles fängt an, hat eine Mitte und ein Ende. Alles, was entsteht, muss vergehen. Wenn wir das erkennen bei zum Beispiel einer Handbewegung, einer Fußbewegung, einem Atemzug, das ist Weisheit. Mit dieser Weisheit haben wir dann auch die Möglichkeit, mehr Gleichmut in uns zu empfinden. Denn das, was wir festhalten wollen, also das, was uns gefällt, was wir festhalten wollen, ist genauso vergänglich wie alles andere. Und wenn uns daher Verschiedenes abhanden kommt auf dem Weg unseres Lebens, was wir gern behalten hätten, und wir haben die Vergänglichkeit erkannt in allem, was existiert, dann können wir natürlich mit Gleichmut reagieren. Gleichmut ist auch eine der Erleuchtungsfaktoren und wird noch später besprochen.
Aber es ist vor allen Dingen ein Gefühl des inneren Friedens. Und sollten wir uns einmal dafür interessieren, was wir eigentlich suchen im Leben oder was wir gern hätten, und wir überlegen uns das lange genug, dann wird uns vielleicht klar, dass das Wichtigste inneres Glück und innerer Frieden sind. Und alles andere nur sozusagen die uns umgebenden Kulissen und alles andere, was wir eventuell ablehnen, was nicht passieren dürfte, nur Angst verursacht, weil es könnte dennoch passieren. Weisheit bedeutet, dass wir uns mit den Dingen so beschäftigen, wie sie sind und nicht, wie wir sie gern hätten. Wie wir sie gern hätten, werden sie wirklich nicht werden. Wenn das möglich wäre, dann hätte es schon mal jemand geschafft. Aber so zu leben mit den Dingen, wie sie wirklich sind und sich von ihnen in keiner Weise aufregen zu lassen, das ist möglich. So etwas gibt es. Und dazu gehört Weisheit. Ich möchte dazu sagen, dass das Übungsprojekte sind, dass der Buddha nicht erwartet, dass man jetzt von einem Tag zum anderen ein Weiser wird, sondern das sind Übungsprojekte, mal den eigenen Atem zu betrachten, mal die eigenen Fußbewegungen zu betrachten, mal das ganze Leben, was hinter einem liegt, zu betrachten, um mal zu erkennen, wie das ständig alles im Sande der Zeit verläuft und nichts festgehalten werden kann. Kein Gedanke, keine Emotion, nichts kann festgehalten werden. Alles, was wir festhalten, sind Erinnerungen und manche Menschen kleben an denen fest, an ihren Erinnerungen. Sie sind sozusagen eine Ich-Bestätigung. Auch das zu erkennen bedeutet Weisheit, ist aber ein großer Schritt der Selbsterkenntnis. Der Partner von Weisheit, das also eine Geistesfähigkeit ist, jeder hat sie. Der Buddha hat niemals etwas hier empfohlen zu üben, was irgendwelchen Menschen nicht möglich wäre zu üben. Der Partner ist das Vertrauen. Und Vertrauen ist eine Herzensangelegenheit. Und da gibt es viele Ebenen des Vertrauens. Wir haben hier in unserer modernen westlichen Gesellschaft Vertrauen überhaupt nicht groß geschrieben. Im Gegenteil. Bei uns ist Kritik groß geschrieben. Wenn man so die Zeitungsartikel mal liest, dann sind sie fast immer ganz kritisch. Und es wird geglaubt, dass Kritik ein Zeichen von Intelligenz ist. Vielleicht. Aber Intelligenz ist auch nicht Weisheit. Und Kritik ist im Allgemeinen negativ und nicht glückbringend. Weder für den, der kritisiert, noch für den, der kritisiert wird. Es zeigt eine gewisse Intelligenz angeblich, weil man diskriminieren kann. Aber das Gute wird gefördert, wenn man das Gute bespricht und daran denkt. Und das Gute zu fördern, wäre eine Lebensaufgabe. Manche Menschen machen sich zur Lebensaufgabe zu kritisieren, was bestimmt nicht sehr glücksbringend ist, kann aber recht erfolgreich sein, wenn man es klug genug anpackt. Aber Gutes zu fördern bedeutet, Gutes zu unterstützen. Vertrauen bedeutet, lieben zu können. Der Mensch, der lieben kann, hat es viel leichter, Vertrauen zu fassen. Dann wird oft gesagt, ja, wenn ich aber jemanden oder irgendetwas vertraue, was dann nachher sich als nicht vertrauenswürdig gezeigt hat. Das ist das schlechte Karma von dem nicht vertrauenswürdigen, aber nicht von demjenigen, der Vertrauen gezeigt hat.
Vertrauen ist immer eine Möglichkeit, sein Herz zu öffnen und zu verschenken. Man muss aber nicht dabei sich von anderen Menschen ins Boxhorn jagen lassen. Man kann sein Herz verschenken, ohne dass andere Menschen damit überhaupt irgendwie in Berührung kommen. Jemand, der sein Herz verschenkt und sich hingeben kann, ist ein Mensch, der das ohne Persönlichkeitsidee und ohne Bedingungen macht. Er muss also nicht unbedingt wieder geliebt werden. Er muss nicht unbedingt irgendwelches Vertrauen für einen anderen Menschen bekommen. Er kann einfach lieben. Sollten die anderen Menschen oder die anderen Dinge oder Situationen sich dann herausstellen, dass sie nicht so liebenswert waren, wie gedacht wurde, dann ist das nichts anderes wie die menschliche Problematik. Das eigene Herz braucht davon überhaupt nicht in Mitleidenschaft gezogen zu werden. Es ändert sich nichts. Dass der andere nicht so ist oder die anderen nicht so sind, das ist deren fehlende Geistesschulung. Wir haben nicht genug praktiziert. Und das könnte man im Prinzip von 99,8% der Menschheit sagen. Wahrscheinlich von 99,9% der Menschheit sagen. Alle haben nicht genug praktiziert. Also, wo ist das absolut Liebenswerte? Das absolut Liebenswerte und Vertrauenswürdige sitzt im eigenen Herzen. Und da kann man es finden. Und von dort kann man es verschenken. Nun ist es so, dass um überhaupt meditieren zu können, muss man sich hingeben können. Wenn man sich nicht hingeben kann, nämlich der Situation des Meditieren, dem Moment des Meditieren, sondern weiter bei seinen Gedanken und Konvolutionen des Geistes bleibt, dann macht man das immer weiter. Und die meisten Menschen kennen das auch. So geht das dann. Aber wenn man sich total hingeben kann, der Moment, dieser einen Moment, wo man meditiert und das, was man tut, auch lieben kann, und das bezieht sich auf alles, was man tut, dann kann man auch meditieren. Und so geht es auch bei allen Arbeiten, die man verrichtet. Die meisten Menschen, oder nicht die meisten, aber viele, viele Menschen fühlen sich total überfordert von ihren Jobs, von ihren Dingen, die von ihnen verlangt werden. Wenn sie das lieben würden, was sie machen, würden sie sich nicht überfordert fühlen. Dann würden sie die Liebe fühlen dazu. Und dazu kommt noch, dass man sich nur überfordert fühlen kann, wenn man nicht in dieser Sekunde lebt. Und wenn man in dieser einen Sekunde sich vertrauensvoll hingibt, kann man erstens einmal meditieren und zweitens mal hat man kein Resultatdenken, sodass der Geist bei dem bleibt, was er sich vorgenommen hat zu tun, in dem einen Fall meditieren. Im anderen Fall bei dem bleibt, was er sich vorgenommen hat, die Arbeit, die er sich vorgenommen hat. Und wenn er sich dabei vertrauensvoll hingeben kann, dann sind die Resultate nicht das Ausschlaggebende, sondern die Hingabe. Die Hingabe und Vertrauen sind ein und dasselbe. Vertrauen muss man auch lernen zu haben in sich selbst, Selbstvertrauen. Man braucht nicht immer die Bestätigung anderer. Die meisten Menschen suchen ständig die Bestätigung anderer. Da aber jeder das sucht, ist es eine ziemlich schwierige Angelegenheit. Und man kommt da oft in Schwierigkeiten, weil der eine hat gerade die Anerkennung des anderen gesucht und der andere war zur selben Zeit auf derselben Suche und dann prallen die beiden gegeneinander und nichts passiert. Waren nicht bereit, gerade die Anerkennung zu geben. Passiert vor allen Dingen in Familiensituationen. Abhängig zu sein von der Anerkennung von anderen ist eine große Schwierigkeit und bedeutet, dass man kein Selbstvertrauen hat. Und je weniger Selbstvertrauen man hat, desto mehr sucht man die Anerkennung. Und
das kann so weit führen, dass man Menschen, die Selbstvertrauen haben, hasst, weil man sieht, dass da etwas möglich ist, was man selber überhaupt gar nicht angestrebt hat. Selbstvertrauen bedeutet nicht, dass man sich einredet, besser oder größer oder schöner oder fähiger zu sein als andere. Es bedeutet einfach, dass man weiß, dass man genauso ein Teil dieser Schöpfung ist wie jeder andere. Dass man ein Recht hat, hier zu sein und dass man sein Bestes versucht. Das Selbstvertrauen. Sein Bestes zu versuchen bedeutet auch, wie ich schon einmal sagte, das Resultatdenken aufzugeben, sich vertrauensvoll der Sekunde hinzugeben. Diese Sekunde sich hinzugeben ist ein Lernprozess in der Meditation. Wir können nur diesen einen Atemzug betrachten. Es ist unmöglich, den vorhergehenden zu betrachten, der ist vorbei. Es ist unmöglich, den kommenden zu betrachten, der ist nicht da. Also, wir müssen im Hier und Jetzt sein. Und wenn wir nicht im Hier und Jetzt sind, in der einen Sekunde, dann können wir nicht meditieren. Wenn wir im täglichen Leben nicht im Hier und Jetzt sind, sind wir ständig auf Resultate aus. Und der Geist ist so überfordert mit all den verschiedenen Dingen, die er sich da ausdenkt, dass er sich von allem überfordert fühlt. Es ist einfach zu viel. Und dann muss er und versucht, irgendwo sich Abhilfe zu schaffen. Und meistens ist diese Abhilfe darauf aus, beim Nichtstun. Und das Nichtstun, das körperliche Nichtstun, ist überhaupt keine Abhilfe für den Geist, denn der ist genauso beschäftigt beim Nichtstun wie beim Tun. Im Gegenteil. Wenn man was tut, kann man sich noch darauf konzentrieren. Wenn man nichts tut, ist noch schlimmer. Vertrauen und Liebe sind eins. Selbstvertrauen bedeutet auch, dass man sich selbst lieben kann. Sich selbst lieben bedeutet nicht, sich alles zu leisten, was man gern hätte, sondern es bedeutet, dass man sich genauso in dieser Welt sieht, als ein Teil des Ganzen und sich genauso akzeptieren kann wie jeden anderen. Hat man nicht die Fähigkeit, sich selbst zu lieben, und den meisten Menschen geht's ja ab, ist man auch nicht in der Lage, andere zu lieben. Was uns am meisten fehlt in unserer Welt, ist ein harmonisches Zusammensein, was nichts mit Höflichkeit und Liebenswürdigkeit zu tun hat. Höflichkeit und Liebenswürdigkeit sind auch sehr ansprechend, aber sind noch lange nicht die Liebesfähigkeit. Sie sind eine Möglichkeit, einmal zusammen zu sein, ohne sich rumzustreiten. Aber wichtig ist die Liebesfähigkeit. Erst wenn die entwickelt ist, und sie wird durch Vertrauen zueinander entwickelt, dann können wir von einer Harmonie sprechen. Das Händeschütteln, was hier in Deutschland üblich ist, ist ein Zeichen des Vertrauens. Man bezeugt damit, weil man sich auch mit der rechten Hand die Hand schütteln soll, dass man keine Waffe in der Hand hat. Das heißt also, auch das ist schon auf dieser Basis aufgebaut. Vertrauen zueinander ist aber etwas, was uns im Allgemeinen fehlt. Da wir uns selbst sehr gut kennen, oder jedenfalls gut genug, um zu wissen, dass wir auch nicht vollkommen vertrauenswürdig sind, glauben wir, dass jeder andere auch so ist. Das heißt also, was uns Wichtigste ist, um einmal tiefes Vertrauen zu fassen in die Schöpfung, in uns selbst, in unsere Mitmenschen, in das Leben als solches, bedeutet, dass wir uns dahin erziehen, dass wir total vertrauenswürdig sind und uns darauf aufbauen können. Wir können sehen, dass wir zu uns selbst, zu unseren eigenen Emotionen und eigenen Reaktionen Vertrauen haben können und uns nicht von jeder Kleinigkeit aus der Balance werfen lassen oder von größeren Dingen, sondern wir haben Vertrauen. Wir können immer wieder
unser liebendes Herz benutzen, auch wenn die Dinge nicht so sind, wie wir sie gerne hätten. Wenn wir das in uns entwickelt haben, eine Basis, wo wir Selbstvertrauen haben, dann wird es uns leichter fallen, anderen Menschen zu vertrauen. Dass die nicht immer vertrauenswürdig sind, liegt nur daran, wie ich schon sagte, dass sie noch nicht genug praktiziert haben. Das ist genügend als Erklärung. Wir brauchen außerdem aber auch noch ein Vertrauen in einen spirituellen Pfad. Denn wenn wir unser Leben auf der materiellen Ebene leben, so wissen wir ganz genau, dass das nicht genügt. Dass es nicht vollkommene Zufriedenheit bringt. So müssen wir Vertrauen fassen, dass es etwas anderes gibt. Und mit diesem Vertrauen, dass es etwas anderes gibt, müssen wir etwas praktizieren und üben, zu dem wir Vertrauen, das heißt Liebe, haben können. Es bedeutet also, dass wenn wir einen spirituellen Pfad üben wollen, dass wir nicht ständig zweifeln, ob es nicht noch einen besseren gibt. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht noch ein besserer findet. Und dann wird nie jeder jemand heiraten, ne? Entweder mal mitmachen oder nicht. Es liegt an einem selbst. Im Prinzip sind alle spirituellen Wege, die es auf der Welt gibt und die sind wert sind, überhaupt daran zu denken, nur darauf ausgerichtet, auf den Gipfel der absoluten Wahrheit zu kommen. Wie wir das machen, liegt daran, welche Anweisungen wir bekommen. Aber denen muss man dann vertrauensvoll folgen können. Wenn man das nicht kann, dann kann man diesen Berg nicht besteigen. Man stelle sich vor, man geht auf eine ganz schwierige Bergtour und hat auch einen Führer dabei, der einen diesen Weg zeigen soll. Und man traut dem aber nicht und hat seine eigenen Ideen, wie man da auf diesen Berg raufkommt. Es ist anzunehmen, dass dabei eine Tragödie passiert. Denn dieser Bergführer wäre ja kein Bergführer, wenn er nicht mal schon auf diesen Gipfel gegangen wäre und den Weg wüsste. Dann würde er sich ja nicht anmaßen, ein Bergführer zu sein. Dass sein Weg nicht der einzige Weg ist, ist klar. Es gibt ja noch andere Bergführer. Aber wenn man mit dem schon einmal angefangen hat, dann muss man ihm auch vertrauen. Und dieses Vertrauen ist so wie auch eine etwas kindliche Eigenschaft. Ich vergleiche das immer wie ein Kind, das die Hand der Mutter nimmt, um über die belebte Straße herüberzukommen. Das Kind fragt die Mutter nicht erst, weißt du auch, wie viele Autos kommen? Weißt du, ob sie auch bestimmt nicht kommen? Weißt du auch, wann man hier rüber zu gehen hat? Wirst du mich auch richtig rüberführen? Nein, es nimmt die Hand und geht rüber. Und ein- oder zweimal rübergegangen, wird es immer weiter rübergehen, bis es eines Tages alleine kann. Und diese Art des Vertrauens ist das, was wir brauchen. Die Hand nehmen, die uns gereicht wird, und mit den Anweisungen, die dazu kommen, einmal den Weg zu probieren. Das ist auch ein ganz wichtiger Teil des Vertrauens. Um einen spirituellen Pfad überhaupt zu gehen, braucht man Herz und Geist. Überhaupt um dieses Leben zu leben, braucht man Herz und Geist. Aber um einen spirituellen Pfad zu gehen, ganz bestimmt, der Geist muss sagen können, ich verstehe. Und das Herz muss sagen können, ich kann mich hingeben. Wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, garantierter Erfolg. Wenn die beiden Dinge nicht zusammenkommen, garantierter Misserfolg. Wenn der Geist nur versteht und das Herz nicht mitmacht, passiert gar nichts. Wenn das Herz missmacht und der Geist hinkt hinterher, eher Erfolg.
Das ist nicht so ungewöhnlich. Da gibt es eine Geschichte aus des Buddhas Zeit, die das veranschaulicht. Es gab zwei Brüder zu seiner Zeit, zum Buddhas Zeit, die beide zur gleichen Zeit Mönche wurden und in dasselbe Kloster eintraten. Der eine war hochintelligent, der andere war dumm. Jedenfalls war es ihm nicht möglich, gut zu lernen. Der Hochintelligente lernte die Lehrreden auswendig und der Dumme, der hat zwar versucht, das zu machen, aber er konnte sich nichts merken. Und als der Buddha einmal zum Besuch kam in dieses Kloster, da ging der intelligente Bruder zum Buddha und hat gesagt, weißt du, mein Bruder, der ist so dumm, der lernt überhaupt nichts. Und dann sagte der Buddha zu ihm, es ist ja sehr schön, dass du so intelligent bist, aber schick mir mal deinen dummen Bruder her. Und dann kam der dumme Bruder und hat sich entschuldigt, er sagt, ja, er konnte das alles nicht auswendig lernen, der andere, der kann alles, aber er kann das nicht. Dann sagt der Bruder, er soll ein weißes Tuch holen. Hat er geholt. Und dann sagt der Bruder, er soll Flecke drauf machen. Er soll so eine wie Tinte raufgießen. Das heißt, das sind Beeren auspressen und darauf gießen. Hat er gemacht. Er sagte so, und jetzt soll er das ganze nächste Jahr an diesen Flecken rumreiben. Und wenn der Buddha wiederkommt nächstes Jahr, dann wird er schauen, ob das Tuch inzwischen sauber ist. Und ob er sich das merken kann. Sagt er, ja sicher, das kann er gerne machen. Und dann hat er angefangen damit. Und dann kam der Buddha das folgende Jahr wieder. Und der Intelligente hat noch mehr auswendig gelernt und führte das alles vor. Und der Dumme, der kam dann, der wurde dann gerufen und er ging dann zum Buddha. Und Buddha sagt, na und, hast du schön sauber gemacht? Sagt er, ja, ich habe an dem Tuch rumgerieben. Aber vor allen Dingen habe ich mein Herz und Geist gesäubert. Sagt der Buddha, so ist richtig, mach weiter. Also er hat nicht viel verstanden, aber er hat gewusst, was er zu tun hat. Das wäre genug für heute Abend. Wenn Fragen sind, jetzt wäre Zeit dazu. Also wenn man da einige Jahre da sein Tuch schrubbt, ja, merkt man dann selber, ob sich was verbessert hat oder merkt man das nicht unbedingt. So steht hier. Hier steht, wenn diese Stricke, die werden leicht mürbe und faulen ab. Und ob man das weiß oder nicht, ganz ohne Mühe, fallen diese Fesseln von einem ab, wenn man da rumschrubbt. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass wenn man Herz und Geist läutert, dass man, auch wenn man es nicht merkt, jeden Moment, dass man am Ende merkt, dass die Fesseln abgefallen sind. Also das ist gar keine Frage. Du warst zu den anderen Mittwochen nicht da. Dieses andere Gleichnis ist von der Henne, die auf ihren Eiern sitzt und sich wünscht, dass die Küken rauskommen. Aber sie sitzt nicht lang genug und wärmt sie nicht lang genug und kann noch so oft sagen, Kükchen kommt raus, aber sie kommen nicht. Aber dann eine andere Henne, die sitzt und sitzt und sagt gar nichts, aber da kommen die Küken raus. Ja. Ich brauche eine Frage. Es ist sehr schwierig, mit dem Ärger umzugehen. Ich habe jetzt da so ein Beispiel, wo der Vorgesetzte einen ungerechtfertigterweise anschreit und man ärgert sich dann drüber. Und wenn ich jetzt den ärgere, dann ist es ja Dummheit, wenn ich den jetzt wieder ärgere und er ärgert sich dann auch nochmal. Und wenn ich jetzt Mitleid mit ihm habe, oder dann ist fast wieder am Grad der Überheblichkeit, dass ich mich über ihn stelle und sage, ja, kann ja nichts dafür, ist so dumm, muss seinen Frust an mir abladen. Wie geht man dann mit dem Ärger um? Wegen der Güte, oder ist das der einzige Weg? Ja, das ist leicht gesagt und schwer getan, ne? Ja, also die eine Möglichkeit ist, zu diesem Herrn, ich nehme an, das ist ein männlicher, ja, Herrn mal hinzugehen. Es hört sich so an, als ob es was Männliches wäre.
hinzugehen und ihn mal zu fragen, wieso er denn schreien muss. Ob er das nicht auf eine vernünftige Art und Weise von sich geben kann. Dazu gehört Selbstvertrauen. Wenn man mit ihm, wenn er, aber natürlich zu einer Zeit, wo er ruhig ist, nicht? Nicht gerade, wenn er rumbrüllt. Sondern wenn er ruhig ist, mal hingehen, sagen wir mal, kann man das nicht auf andere Weise auch in Ordnung bringen. Und mal auf diese Art und Weise ein Verhältnis zu schaffen, das für den Menschen selber und für einen selber harmonischer wird. Das ist ja große Disharmonie, wenn jemand sich so benimmt. Mit dem eigenen Ärger, ja, da gibt's auch zwei Möglichkeiten. Da ist es so. Klar, ein Gefühl des Mitgefühls für diesen Menschen, dass er sich so schlecht fühlt, dass er sich so benehmen muss. Aber ich meine, andere Menschen fühlen sich auch schlecht und benehmen sich auch nicht so. Ich weiß, es ist nicht so einfach. Sich erkennen, dass der Ärger einen selbst nur schwächt und unglücklich macht und daher den Fall lassen. Aber dazu hat der Buddha noch was anderes gesagt. Er hat gesagt, wenn man sich in einer Situation befindet, wo man genügend lange versucht hat, die eigene Negativitäten zu ändern, weil sie kommen immer wieder hoch. Und die Situation ändert sich überhaupt nicht. Die eigenen Negativitäten sind immer wieder da. Dann soll man sich aus der Situation entfernen. Weil die eigenen Negativitäten schaden einem selber, schwächen einen selber. Und nicht, indem man den anderen beschuldigt, dass der daran schuld ist, sondern mit dem Verständnis, dass man selber der Situation noch nicht gewachsen ist. Und dann, eines Tages, wenn man weiter seine Geistesschulung gemacht hat, kann man nochmal da zu dieser Situation zurückgehen und sehen, ob man ihr gewachsen ist, wenn die Möglichkeit sich bietet. Also diese Möglichkeiten bestehen. Aber das weiter einfach so runterzuschlucken, halte ich für keine gute Situation. Ich würde entweder mit mir selber was unternehmen oder mit beiden Menschen was unternehmen. Also ich wäre geneigt, dem Herrn zu sagen, dass es vielleicht anders auch geht. Aber natürlich kann man das nur machen, mit diesem anderen Menschen sprechen. Wenn man für den anderen Menschen absolut keinen Ärger empfindet, sondern wenn die ganze Situation sich schon geklärt hat, also ist vorbei, und man hat für diesen anderen Menschen effektiv Liebe und Mitgefühl. Nur dann ist es hilfreich, weil sonst ist es unmöglich. Passiert nichts. Also ärgerlich kann man nicht mit dem reden. Dann wird er nur noch ärgerlicher. Also das kann man ja mal probieren. Kannst du ja vorher aufschreiben, was du sagen willst. Aber man muss Liebe und Mitgefühl empfinden. Für denjenigen. Das heißt, starkes Selbstvertrauen. Wie empfiehlst du dir zuzuhören? Wenn ich dir zuzuhöre, dann versucht immer mein Verstand irgendwie mitzukommen. Und kurz Zeit später bin ich dann irgendwie noch hinten dran und merke, dass du irgendwie schon weiter bist. So. Das passiert mir immer wieder. Und ich versuche es irgendwie auch so wie eine Meditation zu sehen, dass ich also von Moment zu Moment zuhöre, aber es gelingt mir nicht. Na, vielleicht ist nicht ganz so wichtig, was ich da erzähle. Na, ich würde sagen, du nimmst das in dich auf, was dir als wichtig erscheint und was im Moment als etwas erscheint, was du aufnehmen kannst und willst. Und das andere fällt durch die Löcher durch. Das haben wir in der Schule auch schon erlebt. Ja. Ich habe noch eine Frage zu dem Ärger. Du hast doch eben erst gesagt, man muss, wenn einem Ärger begegnet, ist es ja auch ein Teil in mir, sonst wird er ja nicht mir begegnen, den Ärger. Nee, mein Ärger. Mein Ärger ist ein Teil in mir. Achso, mein Ärger nur, auch wenn ich das bei jemand anders sehe, ist das nur sein Problem, oder kommt er nicht mit mir in Beziehung, weil ich eine Resonanz dazu habe? In dem Moment, wo der andere Ärger hat, ist es sein Ärger. Ja. Dass ich es erkenne, bedeutet, dass ich auch Ärger kenne.
Ich würde es ja gar nicht erkennen, wenn ich nicht gerne erkennen würde. Ich kann das schon irgendwo abgehakt haben, für mich jetzt in der Situation. Möglich, ja. Wenn der Ärger eines anderen überhaupt nicht berührt, dann aber nicht mit Gleichgültigkeit, sondern man kann dem mit Gleichmut begegnen, dann hat man diese Situation im Griff. Ja. Noch was? Ja, die Frage ist so, es geht darum, wenn man spürt, dass man die Arbeit nicht mag, wo hast du vorher gesagt, dass man dann ständig überfordert ist. Wäre das dann auch die einzige Möglichkeit, aus der Situation dann zu gehen, wenn man spürt, man mag die Arbeit nicht. Man kann sich ja jetzt ständig einreden, ich mag die Arbeit und es wird nichts draus. Erkennen, nicht tadeln, ändern. Wenn es nicht möglich ist, die Arbeit, die man verrichtet, zu lieben, und das, man hat es lange genug probiert, man muss jetzt etwas Zeit geben und hat probiert, diese Arbeit zu lieben und es geht nicht, muss man versuchen, was anderes zu machen. Wenn man die Arbeit nicht liebt, ist man ständig überfordert, da kann noch so wenig dort gefordert werden. Da ist man in einer ständigen Aufruhrsituation. Höchst unangenehm. Lohnt sich nicht. Das Leben ist viel zu kurz dazu. Lohnt sich nicht, sowas mitzumachen. Aber man muss probieren. Man muss erstmal probieren, ob man vielleicht der Arbeit eine andere Haltung gegenüberbringen kann. Und wenn das nicht geht, ne, was anderes machen. Was Neues. Und aufstehen und die Beine strecken, ne? Um mit der liebenden Güte-Meditation anzufangen, wollen wir noch einmal die Achtsamkeit auf den Atem lenken für ein paar Momente. Wir wollen uns vorstellen, dass in unserem Herzen ein herrlicher Sternenhimmel zu finden ist. Mit leuchtenden, glitzernden Sternen, die uns beglücken, wo wir uns eins fühlen können mit der Schöpfung. Geliebt und behütet. Und dieser Sternenhimmel füllt uns von Kopf bis Fuß und umhüllt uns. Und jetzt nehmen wir einen dieser Sterne aus unserem Herzen und schenken ihn demjenigen, der uns hier am nächsten sitzt, als ein Herzensgeschenk, ohne Erwartung, eine Erwiderung. Überreichen ihm diesen Stern aus unserem Herzen, liebevoll. Und sehen, wie derjenige sich damit freut.
Jetzt nehmen wir zwei funkelnde, glitzernde, strahlende Sterne aus unserem Herzen und schenken sie unseren Eltern, ob sie noch am Leben sind oder nicht, als ein Herzensgeschenk. Bereichen sie ihn voll Liebe und Dankbarkeit. Und wir denken an die Menschen, die uns am nächsten stehen, mit denen wir vielleicht zusammen leben. Und jeder von ihnen bekommt einen leuchtenden Stern aus unserem Herzen. Ohne Erwartung eines Gegengeschenks. Nur um Glück und Liebe um uns zu verbreiten. Wir denken an Freunde und Bekannte und Verwandte. Wenn man uns in den Sinn kommt, jeder von ihnen bekommt einen Stern, der in unserem Herzen leuchtet und glänzt und den wir verschenken können aus Liebe und Zuneigung. Und wir sehen, wie viel Freude und Glück das bringt. Und wir denken an all die Menschen, denen wir im Alltag begegnen, die einen wichtigen Teil unseres Lebens ausmachen, die auch oft unglücklich sind und denen so ein schöner, leuchtender, glänzender, strahlender Stern aus unserem Herzen Freude bringen kann. Und so nehmen wir so viele davon, wie wir brauchen. Und verschenken sie an jeden von diesen Menschen, an den wir denken können, die unseren Alltag bevölkern. Wir schauen in unser Herz hinein und obwohl wir schon viele Sterne verschenkt haben, so sind immer noch genauso viele wie am Anfang in unserem Herzen, leuchtend und strahlend, uns beglückend und beschützend
und wir denken an einen schwierigen Menschen in unserem Leben und schenken auch diesem Menschen einen Stern aus unserem Herzen. Und mit diesem Geschenk merken wir, dass die Schwierigkeit sich vermindert. Der schwierige Mensch erkennt unsere Liebe, unser Wohlwollen, unsere Zusammengehörigkeit. Und wir öffnen unser Herz ganz weit und lassen so viele Menschen hinein, wie nur möglich, um sich an diesem wunderschönen, strahlenden Sternenhimmel zu erfreuen, sich eins mit der Schöpfung zu fühlen, unsere Zusammengehörigkeit zu empfinden, sich beschützt und behütet fühlen in der Schönheit dieser strahlenden Sterne im Herzen. Zuerst lassen wir all die in unser Herz hinein, die hier versammelt sind. Dann öffnen wir unser Herz noch weiter und lassen all die hinein, die in der Umgebung wohnen. Und wir sehen Glück und Freude auf ihren Gesichtern. Wir schenken ihnen das Schönste, was wir zu verschenken haben, das Strahlen unseres Herzens. Wir lassen all die Menschen hinein, die wir schon irgendwo einmal getroffen haben, an die wir uns erinnern können, die wir gesehen haben, von denen wir nur gehört haben oder von denen wir nur ahnen, wenn man uns in den Sinn kommt. Alle dürfen hinein und erleben die Schönheit des strahlenden Herzens, der Zusammengehörigkeit, des Einssein in der Schöpfung. Und wir öffnen unser Herz weiter und weiter, bis es so weit wird, wie der ganze Horizont, den wir erkennen können, der voll Sternen ist, ein Sternenhimmel, überall. Und alles, was diesen Horizont umspannt, können wir lieben, mit uns vereinen, in unser Herz hineinlassen. Die Natur und alle Lebewesen, die wir uns vorstellen können.
und wir richten die Achtsamkeit wieder auf uns selbst. Und die funkelnden Sterne in unserem Herzen beglücken uns, beschützen uns. Wir fühlen das Glück und die Freude, die vom Verschenken des Herzens kommen, und fühlen uns behütet. Und wir verankern den Sternenhimmel in unserem Herzen, so dass er eins damit wird. Mögen alle Menschen die Leuchtkraft ihrer Herzen entwickeln.